Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror 3. Ja, wir befinden uns immer noch hier vor dem Gewächshaus und haben festgestellt, dass die Tür total verrostet ist und wir können nicht hier rein. Tja, das bedeutet, wir müssen entweder Öl finden oder eine Schere. Also damit wir erstmal das ganze Gestrüpp davon lösen können. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die Victoria erwähnt hat. Sie sollen mir den Eingang weisen, nur wohin und wie? Genau, das ist die große Frage, die wir haben. Die Fassade. Das Schloss an sich ist ja schon unheimlich genug. Aber der Ruß an der Fassade lässt es aussehen, als käme es direkt aus den Kulissen einer Geisterbahn. Ich sollte ihn entfernen lassen. Ja, du solltest ihn entfernen lassen. Aber wir gehen jetzt noch mal rein. Zur Halle. Und dann gehen wir mal hier nach oben, wenn das geht. So, was haben wir denn hier? Victorias Zimmer. Durchgang. Es gibt in dem Gang nur noch eine Tür. Und die ist abgeschlossen. Ja, dann schließ die doch auf. Seltsam. Keiner der Schlüssel passt. Merkwürdig. Wieso passt denn da kein Schlüssel? Ist das vielleicht Miss Antolinis Zimmer? Und vor allem, warum ist da denn nur eine Tür? Wir erinnern uns doch, dass, oder? Ach nee, Samuels Zimmer müsste eigentlich hier irgendwo hinter diesem Zimmer sein. Ja, ja, ich kann mich dran erinnern. Okay, gibt es hier irgendetwas? Nein, hier gibt es nichts. Okay, dann gehen wir in Roberts Zimmer. Farbeimer? Da stehen angetrocknete Farbeimer. Wer weiß, ob diese Wände jemals damit in Berührung kommen werden. Ja, das ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Grüne Geisterfunzeln. Sehr heimelig. Wer sagt das jetzt? Du, Adrian, oder der kleine Mordred in dir? Ein Stapel alter Bilder. Wie es aussieht, konnten sie vor dem Feuer gerade noch gerettet werden. Viele davon sind ein wenig angeschwärzt. Ja. Ein Stapel alter... Gut, ein Stapel alter ein Bilder, Stapel, das sagt ja nur das Gleiche. Matratzen, wo sind die denn her? Eine Matratze scheint mir doch etwas untypisch für ein Versteck der Gordons zu sein. Naja, man weiß es ja nicht, ne? So einfach mal so in die Matratzenritze stecken? Kisten voller Kram. Hätte vermutlich auch niemand vermisst, wenn sie verbrannt wären. Nee. Das stimmt. Ja, Matratzen hatten wir schon. Was haben wir denn hier? Waffen. Oh, schöne Zweihänder mit geschliffenen Stahlklingen. Lieblos an die Wand gedübelt. Und auch noch neben einem ordinären Morgenstern, wie ihn nur Räuber und Gesindel schwingen. Wer immer diese Waffen hier aufgehängt hat, hatte keine Ahnung davon. Ja. Du machst mir überhaupt gar keine Angst. Okay, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Wir können nur in das Schlafzimmer von Victoria gehen. Oh, wir haben gerade seine Reflexion gesehen hier im Spiegel. Sehr, sehr gut gemacht. Da ist Victorias Schmuck drin. Ringe, Halsketten und Ohrringe. Sonst nichts? Da ist Victorias Schmuck. Da ist Victorias Schmuck drin. Damit können wir auch nichts machen, ne? Du kannst ihn dir auch nicht umhängen, den Schmuck, ne? Ja. Und auch wieder sehr viel Make-up für eine ältere Dame. Da werden ziemlich dicke Fische auf dem Bild ausgenommen. Signiert ist es mit W. Gordon, 1921. Ob William das Bild gemalt hat? Könnte sein, könnte aber auch nicht sein, weil ich meine, ich habe schon mal so ein Bild gesehen mit einem Fisch. Also, ich weiß es gerade nicht genau. Das sind die Überwachungsgeräte und Medikamente von Victoria. Hätte Miss Antolini die nicht mitnehmen müssen?
Oder kommt jemand anderes von der Diakonie, um sie abzuholen? Werde ich mich wohl drum kümmern müssen. Ja, weil diese Geräte sind nur geliehen. Das kenne ich auch, weil meine Großmutter früher auch gepflegt wurde. Und da bekommt man halt sehr, sehr viele Sachen gestellt und auch ein Pflegebett und sonstige Dinge. Und dann muss man die aber hinterher, wenn halt die Person verstorben ist oder wenn man die halt nicht mehr braucht, muss man die halt wieder zurückgeben. Ja. Die weiße Frau. Das große Mysterium. Was soll das? Das Blut ist weg, aber da ist ein schwarzer Fleck, genau da, wo ich das Bild berührt habe. Oder war der vorher auch schon da? Nein, ich fasse es lieber nicht nochmal an. Okay. Okay, gruselig. Also auf jeden Fall war da schon wieder diese Geistererscheinung, die wir auch im Wald gesehen haben. Und die hat es berührt und schon hatte sie Blut auf der Brust. Ich glaube, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Ein riesiges Eichenbett. Vermutlich war es früher das Ehebett von William und Victoria. William starb vor über 12 Jahren. Ja, und wo willst du jetzt schlafen? Ich glaube ja nicht, dass er sich hier reinlegt. Also ich würde das ziemlich gruselig finden. Da stehen jede Menge Kleiderschränke. Vermutlich Victorias Ankleideraum. Ja. Gut. Was will ich mit dem Smiley? Nein, ich will raus, liebes Inventar. Lass mich raus. Alles klar, wir haben hier oben die Räume abgecheckt, weil der Hinweis... Also jetzt echt mal, wenn man hier zu weit nach unten geht, dann taucht immer das Inventar auf. Das ist schon ein bisschen nervig. Was habe ich gerade gesagt? Ja, wir sollten ja irgendwie alle Räume kontrollieren. Das haben wir jetzt auch gemacht. Aber, ja, es hat uns jetzt nicht viel gebracht, ne? Wieso der Bauschutt in die Schlosshalle geleitet wird und nicht nach draußen, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Ja, das verstehe ich ja zum Beispiel auch gar nicht. Wenn man Schutt hat im Haus, wird das doch normalerweise nach draußen hin abgeleitet und nicht in die Halle. Warum? Wieso? Der linke Flügel des Schlosses ist jetzt doch eingestürzt. Ja. Also, besonders logisch ist das nicht, ne? Gregory. Der will bestimmt nur Geld, der redet nicht mit uns. Glaube ich nicht. Hi, Greg. Oh. Hey, Adrian. Na, haben Sie die Finanzen geklärt? Nein, noch nicht. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, aber wir können ja mit dir reden. Ups, Bücher. Warum liegen in der Bibliothek eigentlich die ganzen Bücher kreuz und quer im Raum verteilt? Da müssen Sie Miss Antolini fragen. Die hat sich da öfter eins gegriffen. Hatte anscheinend nicht viel zu tun. Hat ständig gelesen. Ja, und? Also sie hat gelesen? Wow, das ist für dich vermutlich nur Zeitverschwendung. Ja, kluge Menschen lesen und andere Menschen arbeiten auf der Baustelle. Sorry, ich will damit jetzt niemanden beleidigen, aber klischee-mäßig ist er halt jetzt hier als der in Anführungsstrichen blöde Bauarbeiter dargestellt und sie ist halt die Kluge, die halt auch mal ein Buch liest, ne? Naja, medizinische Geräte. Diese medizinischen Geräte in Victorias Zimmer, werden die irgendwann abgeholt? Davon gehe ich aus. Sind vermutlich nicht gerade billig. Das wird sich die Diakonie sicher zurückholen. Ja, das hat Adrian ja auch schon erwähnt. Diese Miss Antolini, wo ist sie überhaupt hin? War nicht einmal zur Beerdigung da. Was weiß ich. Ist wohl wieder ins Kloster zurück. Fragen Sie doch mal den Pfarrer. Der spielt im selben Verein. Und von ihr haben Sie den Auftrag bekommen, das Schloss zu renovieren. Richtig. Hat uns abgeworben. Waren vorher beim alten Murray für einen Hungerlohn. Hier bekommen wir das Doppelte. Aha. Und woher hatte sie das Geld?
Na, von der alten Lady Victoria. War ja schließlich ihr Schloss. Wie kam diese Miss Antolini dazu, die Handwerker abzuwerben und die Bauarbeiten zu leiten, wenn Victoria mit ihr angeblich kein Wort sprach? Es ist mir sowieso schleierhaft, wie das mit dem Geld geregelt wurde. Auf dem Familienkonto sind gerade mal 100 Pfund. Moment mal. Vielleicht hatte sie auch nur einen Teil auf der Bank. Alte Leute bewahren ihr Vermögen gern zu Hause auf. Unter Kopfkissen oder in der Matratze. Aber hatten alte Schlösser nicht auch eine Schatzkammer? Unten im Kerker? Ein Berg voller Gold und Edelsteine? Meistens mit einem feuerspuckenden Drachen als Wächter? Hey, alles klar. Hm? Was? Ja. Ich habe mir gerade Gedanken über ihr Gehalt gemacht. Hoffentlich kommt da etwas bei raus. Ich habe keine Lust, wieder bei Murray anzuheuern. Da haben wir gerade gesehen, dass er nicht in seinen Gedanken spricht, sondern er spricht wirklich mit sich selber vor sich hin. Und deswegen eher so, hey Ed, alles klar? Also Ed für Adrian. Tja. Im Keller gibt's kein Licht. Ist bekannt. Vorerst wird das auch so bleiben. Das Löschwasser hat den ganzen Keller geflutet und dort unten liegen überall Stromkabel. Viel zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Das hatten wir schon so oft. So, Schatzkammer. Wo ist denn die Schatzkammer? Obwohl, wenn er das wüsste, dann wäre er doch nicht mehr hier. Dann wäre er doch schon längst abgehauen damit mit dem Gold und mit dem Geld. Also, ja. Sie haben hier im Schloss nicht zufällig eine Schatzkammer entdeckt. Was für eine Frage. Wären wir dann noch hier? Genau. Vergessen Sie die Frage. Ich glaube, wären die nicht mehr hier. Hundertprozentig nicht. Das eine Zimmer auf dem oberen Korridor ist abgeschlossen. Das von Miss Antolini? Ja, das hat sie immer abgeschlossen. Hatte wohl Angst, dass wir sie nachts besuchen kommen. Wie kommt es, dass ich als Schlossherr keinen Schlüssel dafür habe? Wahrscheinlich hat sie ihn mitgenommen. Können Sie die Tür für mich öffnen? Wozu? Das Zimmer ist doch schon komplett renoviert. Miss Antolini wird die nächsten Tage sicher nochmal hier auftauchen oder den Schlüssel zurückschicken. Und wenn nicht? Dann kann ich Ihnen die Tür immer noch demolieren. Vielen Dank auch. Okay, das ist also Miss Antolinis Zimmer. Und sie wollte halt wirklich nicht, dass sie halt nachts... Tja, ich kann mir schon vorstellen, dass die, zumindest er, gerne bei ihr nachts ins Schlafzimmer gekommen wäre. Wie sagt man so schön, wer schlecht denkt, der auch schlecht tut? Ich meine, er hat es ja angesprochen, mit nachts besuchen kommen und so. Momentchen mal, was war das denn? Da habe ich gerade was gesehen. Hier oben, ne? Hier sind so Nebelschwaden. Das sah gerade so aus, als wenn hier so ein Geist so herfliegen würde. Richtig gruselig da. 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 Oder ist das ein Geist? Seht ihr das? Aber das ist wohl nur der Nebel. Ja, wir brauchen, wie gesagt, irgendwie Öl. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Weil, das ist ja verrostet, die Gartenlaube. Und ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall hier rein müssen. Also hier. Willkommen im Dschungel. Oh, jetzt auf einmal geht er doch rein. Hier ist die eine Hälfte vertrocknet und die andere vergammelt. Ja, und vertrocknet, vertrocknet, vertrocknet. Hauptsächlich vertrocknet. Ja, die alte Statue. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Zu leicht bekleidet. Oh Mann, ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es gar nicht ist. Trotzdem schade, dass sie so beschmiert wurde. Tja, Adrian, du hast dich doch nicht in die weiße Frau verliebt, oder? Eine Statue? Gartenschlauch. Was haben wir denn da? Nimm den Schlauch mit. Einen Gartenschlauch? Schläuche haben mir bisher immer Glück gebracht. Wahrscheinlich auch dein eigener. Ach, meine Güte, bin ich heute wieder witzig. Eher nicht. Das ist ein Wassereimer. Ein kaputter Wassereimer. Gewesen.
Naja, ja. Vielleicht kann ich ihn für etwas anderes brauchen. Ja, er ist ein kaputter... Es ist ein kaputter Eimer, nicht er ist ein kaputter Eimer. Kannst du dir den irgendwie so über den Kopf ziehen? Ach ja, ich bin mal wieder total witzig. Wenn es nach anderen geht, müsste ich halt die ganze Zeit irgendwelche Wörter in den Raum werfen, wie Penis oder... Und... Das war wohl mal eine Hake. Jetzt ist es nur noch ein langer Holzstiel. Der untere Teil ist abgebrochen. Ja, dann nimm dir mal den Stiel mit, ne? Die Latte. Oder halt so etwas. Ich meine, es gibt ja eine Menge Leute, die auf so Humor abfahren, wenn man halt nur sagt Penis oder sonstige Sachen. Die sich halt total darüber lustig machen. Eine vertrocknete Pflanze. Hier auf dem Schild steht, es handelt sich um einen Hügelbaldrian. Baldrian! Wow, wenn das meine Katze sieht, ne? Eine vertrocknete Pflanze. Die rastet aus. Eine vertrocknete Pflanze. Eine vertrocknete Hügelbaldrianpflanze. So sieht es aus, wenn der Gärtner der Mörder ist. Oder sich, wie Louis, von einer Mörderin einspannen lässt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Du hast es erfasst. Hier sieht's echt mies aus. Teppich. Sehr ungewöhnlich, einen Teppich in ein Gewächshaus zu legen. Warum liegt der da? Mach den mal weg. Total versifft ist der, den würde ich ja nicht so einfach... Die Fugen zwischen den Kacheln sind nicht gefüllt. Die Kacheln sind hier nur locker nebeneinander gelegt. Aha, aha, aha. Mach das mal auf. Ach, du Heilige. Die Kacheln waren hier nur lose draufgelegt. Sie verdecken eine Bodenluke. Und wo geht es dahin? Auf jeden Fall weit runter. Sieht aus wie ein alter Brunnenschacht. Aha. Liegt da unten einer drin? Seht ihr das? Wie so Gebeine oder so, ne? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Wer weiß, was alles am Grund dieses Brunnens vermodert. Ist das ein Skelett? Da. Gruselig. Aber hier ist noch ein Koffer. Da liegt ein Koffer auf einer Art Mauervorsprung. Wer den da wohl deponiert hat? Tja, wer wohl? Henry. Ich komme nicht ran. Du kommst nicht dran. Ja, mit einem Seil vielleicht. Mit einem Seil und einem Haken. Gartenschlauch. Kannst du das kombinieren? Nee, das ist ja jetzt ein bisschen unlogisch, ne? Wir nehmen mal hier das Verlängerungskabel. Oder? Ach nee, wie will er denn da drankommen, ne? Ist ja viel zu... Also so ein Verlängerungskabel ist ja wie eine Art Seil. Und ein Seil ist ja nicht stabil genug. Also denke ich mal, ein Holzstiel mit... Rohrschellen. Und dann? So, ich habe die Rohrschellen am Stiel angebracht. Theoretisch könnte man jetzt noch mehr daran befestigen. Ja, was denn? Das nicht, das nicht, das nicht, das... Das M? Das gusseiserne M von Morg. Alles klar, wenn der Spieler es so will. Aber es ist doch wirklich logisch. Wir haben jetzt einen... Hervorragend. Damit habe ich eine Art Enterhaken. Ja. Doch, es ist logisch. So, und jetzt... Jetzt bloß nicht ungeschickt anstellen, sonst fällt er vom Sims. Hahaha, ha, ha, und das Spiel enthält Sims. Hahaha, ha, ha. Ha, bin ich heute wieder witzig. Hab ihn! Yay! Ich mag dieses Spiel. Es ist zwar sehr, sehr düster, aber es hat irgendwie... Es hat einfach seinen eigenen Charme. Und es hat auch seinen eigenen Humor und es ist einfach so toll und auch die Musik. So, was ein ist denn drin? Ein schwarzer Plastikkoffer. Mal sehen, was drin ist. Auch noch aus Plastik? Ich dachte, der wäre aus Leder. Ein 10-Pfund-Schein? Eine Flasche Wein und? Yay, wir haben 10 Pfund! Ein Notiz.
Vielleicht verrät mir das den Besitzer. Wir haben 10 Pfund, Leute. Wir können endlich die Arbeiter bezahlen. Wir sind jetzt ultrareich, weil wir 10 Pfund haben. Schön wär's. Wie viel sind denn 10 Pfund? Ich war schon mal in England, aber ich kann mich nicht mehr an die Währung erinnern. Wie war das noch? 10 Pfund sind... das Doppelte? Oder... also 20 Euro oder sind 10 Pfund 5 Euro? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr, das ist schon so lange her. So, das Notizbuch. Aha. Hier auf der ersten Seite steht Henry Stanton. Was hat dieser Henry denn notiert? Das ist ja interessant. Scheint so eine Art Spitzel gewesen zu sein. Zumindest hat er hier akribisch festgehalten, wann sich welcher Schlossbewohner in der Teestube aufgehalten hat. 15 Uhr. Tea Time beendet. Victoria vergisst wieder, das Pferd zu schließen. 15.15 Uhr. Bates kontrolliert den Verschluss. Notiz: Der Schlüssel ist am alten Dirkham Gordon versteckt. 16 Uhr. Teezimmer leer. Gelegenheit nutzen? 16.30 Uhr. Besuch von Dr. Herman. Ach du heilige Schitte. Der Henry hat sich wirklich Notizen gemacht. Und ich weiß auch jetzt, hier das mit dem Pferd, das ist wirklich ein Tresor. Also dieser Sockel mit dem Pferd oben drauf. Und wie wir ja wissen, aus dem ersten Teil, also da hat das, da konnte sich der Samuel das ja auch schon angucken, das Pferd. Aber, da haben wir keinen Tresor drin gefunden, aber der Heinz Herman war ja da. Und vielleicht, ja, es stammt von dem Tag, als Dr. Heinz Herman da war und William gestorben ist. Es ist genau der gleiche Tag, weil ich meine, kurz darauf ist Henry ja auch gestorben und Heinz Herman war ja, glaube ich, nur an dem Todestag von William im Schloss. Ne? Also das stimmt alles überein. Ne? Es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er jetzt noch dann gestanden hätte, ja, der junge Schlossherr ist da gewesen oder so, Samuel, bla bla bla, ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Manchmal rede ich echt wirr. Aber das kommt nur daher, weil ich so ein riesiges Gehirn habe und so klug bin. Und das ist halt dann für manche Personen einfach nur wirsches Gerede. Ja. Ja, wer es glaubt, wer es glaubt. ja, das Pferd. Und so in der Art geht es weiter. Außerdem ist hier noch eine Zeichnung von einem Pferd. Eine Zeichnung von einem Pferd. Ich wollte schon sagen Gerät. Mein Gehirn ist wirklich heute nicht mehr auf dem... ja, auf dem Damm, würde ich jetzt mal sagen. Wir gehen mal wieder zurück zum Schloss. Das Pferdchen. Okay. Wir gehen direkt durch ins Teezimmer und nicht ins Gemeinschaftszimmer, wie es früher hieß. Und haben hier den Marmorsockel und das Pferdchen. Also, Fury, wo ist dein Geheimnis? Ja, Fury. Okay. Zurück? Nee, wir wollen nicht... Löcher! Aha, 7 kleine Löcher nebeneinander. Könnten zur Belüftung dienen, falls da drin irgendeiner von Mordreds Kollegen wohnt. Sieht aber eher so aus, als müsste man da irgendwas reinstecken. Ja, da muss man irgendwas reinstecken, vermutlich. Zahnstocher? Versuch es mal. Ich meine, wir haben sie dabei. Die Zahnstocher passen perfekt rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so einfach nicht geht. Ah, das wäre ja auch viel zu schön. Wenn das mal kein Knopf ist. Das ist alles viel zu auffällig. Wer würde, bitteschön, da nicht auf die Idee kommen, dass sich darunter ein Geheimfach versteckt? Also, das sieht man doch schon auf 3 Kilometer Entfernung. Okay, Momentchen mal. Was wäre eine Teestube ohne eine Teekanne? Diese hier wird als Blumentopf missbraucht. Ja, ich glaube, das ist die alte, ne, aus der Küche, ne? Kann das sein? Ja, man entdeckt hier viele Dinge, die man vorher nicht entdeckt hat, ne? Oder man entdeckt halt viele Dinge, die es halt auch im ersten Teil gab,
Ja, Durkheim. Durkheim, Durkheim, Durkheim. Und ich weiß auch schon, wo wir Durkheim finden werden. Denn Durkheim befindet sich, glaube ich, hier auf den Gemälden. Mal sehen. Vielleicht ist dieser Durkheim Gordon ja hier dabei. Ja. Also es steht zumindest kein Durkheim Gordon dran. Die einzigen Namen sind Lillian, Garmor und Lothar Gordon. Die restlichen Bilder haben nur Jahreszahlen. Wenn ich wüsste, wer von denen wann gelebt hat, könnte man die Auswahl etwas eingrenzen. Ach, ich weiß ja eigentlich, wie Durkheim aussieht, also wie das Bild aussieht, aber er weiß also es ja nicht. Steht zumindest kein Darren weiß es ja nicht. Wenn ich wüsste, ja, wo können wir... Ach, Momentchen mal. Ich weiß auch schon, wo. Ach, liebes Inventar. Nerv mich doch nicht immer. Ich habe eine Idee. Können wir das irgendwie sehen hier auf dem Stammbaum? Durkheim Gordon. Mal sehen. Ah, hier ist er ja. Verheiratet mit Lillian Gordon. Ja, und das soll uns jetzt was bringen? Durkheim ja, Gordon. Ja, Durkheim Gordon. Durkheim Gordon. Ja, ja, und es kam so ein komischer Ton. So nach dem Motto, du hast es richtig gemacht. Sagt er. Enzyklopädie. Ja, ja. Was? 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 Die Enzyklopädie. Och, da müsst ihr leider kurz Pause machen. Ich hab's jetzt aus Versehen weggeklickt, weil ich dachte, sagt er nur das Gleiche. Wie, dass er halt hier seine Comicsammlung reinpackt. In der Ecke steht eine reich verzierte, mächtige Säule. Auf ihr ruht das Gewicht des Schlosses. Ja, ich hoffe nicht nur auf ihr, ne? In der Ecke steht... Ja, ja, in der Ecke steht die Hecke. Also, wir gehen mal wieder nach oben und hoffentlich weiß er jetzt, welches Bild von Durkheim ist. Bitte, bitte. Lillian Gordon war Durkheims Frau. Ihr Porträt wurde 1662 gemalt. Ah. Hier ist eins von 1659. Das könnte Durkheim sein. Yep. Wie wir uns erinnern, das Bild hing ja auch dort an der Stelle, wo diese komischen schwarzen Flecken in Form eines Kreuzes sind im ersten Teil. An der Wand. Ja, da hing Durkheim Gordon, aber es sah im ersten Teil viel, viel größer aus als das hier. Das ist doch eher winzig dagegen. Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Auch hinten drauf ist nichts Besonderes. Ja, wir wollen mal schauen. Das Stück Rahmen hier scheint lose zu sein. Ah. Vielleicht ist es beim Transport rausgebrochen. Ja, ja, ganz zufällig. Aha. Das sieht nicht so aus, als wäre das Stück zufällig herausgebrochen. Eher wie herausgesägt. Was ist denn das? Hier sind 7 kleine Löcher. Genau wie an dem Steinsockel. Ja. 7 kleine Löcher. Vielleicht eine Art Reparaturmaßnahme? 7 kleine Löcher. Ja, du bist auch nicht der Schnellste, ne? Ja, das ist natürlich der Schlüssel, beziehungsweise der Teil von dem Schlüssel für den Tresor. Weil es ist ja überhaupt nicht auffällig, dass das ungefähr die gleiche Anzahl an Löchern ist, ne? Wie unten auf dem Tresor. Also benutzen wir das jetzt damit. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Tja. Wir gehen mal wieder nach unten. Nach unten ins Teezimmer und schlürfen erstmal eine Runde Tee. Nee, natürlich nicht. So, in die Nahaufnahme und dann vielleicht müssen wir auch zuerst die reinstecken. Die Zahnstocher passen perfekt rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so einfach nicht geht. Natürlich nicht. Ja, das Ding passt. Aber es sind nur 2 Metallstifte und 7 Löcher. Ja, Adrian, dann pack dich mal da rein. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Oh. Ja, was soll ich dazu sagen?
Was soll ich dazu sagen? Vielleicht funktioniert ja noch irgendwas anderes mit den Löchern. Nee, nur die Zahnstocher. Und halt das Ding. Ja, okay, ihr Lieben, ich beende dann mal den Part an dieser Stelle und hoffentlich können wir das Rätsel in der nächsten Aufnahme lösen. Ja, ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte einen netten Kommentar oder eine Bewertung. Ja, wie es hier weitergeht, das seht ihr natürlich dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.